Nicht jedes Cholesterin ist schlecht, aber zu viele von uns haben von dem schlechten Cholesterin zu viel. Allgemein sagt man ja, wer viel Fleisch isst, hat in der Regel auch einen zu hohen Cholesterinspiegel. Nicht verzichten, sondern gezielt Lebensmittel essen, die den Cholesterin senken, das ist die Kunst. Wie gut kennen Sie Ihren Cholesterinspiegel? Haben Sie überhaupt schon einmal Gedanken darüber gemacht? Und wissen Sie, was das hier ist? Das esse ich nahezu jeden Morgen, jeden Frühstück. Viele Menschen beschäftigen sich nicht damit, mit dem Cholesterinspiegel, vielleicht weil sie denken, dass sie kein Cholesterinproblem haben. Aber mitnichten. Auch wer schlank und rank ist und sich eigentlich gefühlt gesund auch ernährt, kann zu hohe, das heißt auf Dauer gefährliche Cholesterinspiegel haben. Stichwort nämlich auch Genetik. Und ganz ehrlich, so ist es bei mir zum Beispiel auch. Und dann gibt es noch die ungesunde Lebensweise als Ursache für zu hohe Cholesterinspiegel. Wie wir uns nun davor schützen und mit welchen Lebensmitteln, wie zum Beispiel mit diesen hier, wir den Cholesterinwert senken können, das schauen wir uns jetzt einmal an. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch, verständlich und korrekt aufzuklären über Erkrankungen, Ursachen dieser Erkrankung und natürlich auch, was wir dagegen tun können. Und Stichwort Bewegung, Sport, als auch natürlich die Ernährung spielen dabei eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Was ist eigentlich Cholesterin? Cholesterin ist ein sogenanntes Blutfett. Das bedeutet, es ist im Blut nicht löslich, wird aber im Blut mittransportiert. Also quasi im Blut, in unserem Blut herum. Das ist auch gut, denn unser Körper braucht eine gewisse Menge an Cholesterin, um zu funktionieren. Cholesterin ist also wichtig und notwendig. Das ist auch schon mal wichtig zu wissen. Wenn es allerdings zu viel wird, besonders von einem ganz bestimmten Art von Cholesterin, kann es passieren, dass sich in den Gefäßwänden dieses Cholesterin absetzt und dort zum Beispiel dann letztlich auch zu Gefäßverschlüssen führt. Wir kennen das dann als zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall. Bleibt die Hypercholesterinämie, so nennt man das nämlich, zu viel Cholesterin, diese Hypercholesterinämie über längere Zeit unentdeckt, steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, man sagt so um das Jahr 25 bis 26-fache. Also wir sollten unbedingt darauf achten, den Cholesterinspiegel auf einem gesunden Niveau zu halten. Und erster Tipp, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, zu Ihrem Arzt, nehmen Sie Ihren Cholesterinspiegel ab und checken Sie diesen auch regelmäßig. Es gibt verschiedene Typen von Cholesterin, vereinfacht gesagt, viel vom HDL, HDL wie hab dich lieb, und wenig vom LDL, das sollte das Ziel sein. Dieses HDL und auch das LDL, die stellen so Mischpartikel dar und die bestehen aus dem Cholesterin, das ist da sozusagen drin, aber auch aus Fettmolekülen und auch aus Proteinen. Also diese Mischpartikel, die nennt man, diese drei dann zusammen, die nennt man Lipoproteine. Das eigentliche Problem ist also nicht das Cholesterin selbst, sondern vielmehr die Lipoproteine und speziell das Lipoprotein LDL. Aber umgangssprachlich sagt man immer nur Cholesterin und damit meint man eigentlich dieses schlechte Lipoprotein LDL, dass Sie das jetzt auch einmal gehört haben und mal unterscheiden können. Jetzt aber zum für Sie noch spannenderen, wichtigen Teil. So, und bevor es damit jetzt losgeht, an dieser Stelle mein Hinweis auf meine Ratgeber. Meine Ratgeber, die handeln davon, welche Rolle unsere Ernährung, Nährstoffe spielen, auch Nahrungsergänzungsmittel spielen, zum Beispiel für unser Immunsystem, aber auch zum Beispiel wie dieser Ratgeber hier für das Abnehmen zum Muskelaufbau, wie wir das also gezielt schaffen können. Gerne schauen Sie also einmal in meinen Shop rein, bestellen Sie einen dieser Ratgeber und informieren Sie sich, wie Sie es schaffen, durch eine gesunde Ernährung Ihre Ziele zu erreichen. Diese Lebensmittel senken den Cholesterinspiegel. Durch unsere generell typische westliche Ernährung haben aber viele Menschen genau dabei Probleme mit dem Cholesterin, das Cholesterin zu senken. Sie nehmen zu viel Cholesterin durch die Ernährung auf. Viele von uns erleben die Auswirkungen von zu viel Cholesterin, einen hohen Blutdruck und die gesteigerte Gefahr zum Beispiel für Thromben. Doch wir können selbst etwas dagegen tun. Das ist auch das Gute zu wissen. Und ich zeige Ihnen jetzt nämlich einmal fünf Lebensmittel bzw. Lebensmittelgruppen, mit denen der Cholesterinspiegel gesenkt werden kann. Und mit diesen Tipps können Sie Ihre Ernährung, und das empfehle ich auch, behutsam und schrittweise umstellen oder ergänzen, um das Cholesterin zu senken. Es geht nicht darum, abrupt ganz viel von diesen Tipps jetzt zum Beispiel umzusetzen, sondern schrittweise, regelmäßig welche davon in Ihre Ernährung zu integrieren. Es gibt auch sogenannte Cholesterinförderer, also Lebensmittel, die viel Cholesterin enthalten. Eine Liste finden Sie hier einmal. Diese sollten Sie natürlich vermeiden. Und dann noch ganz wichtig, aber, und es tut mir auch leid, wenn ich diesen Zahn jetzt einmal ziehen muss,
Wenn schlanke Menschen trotz viel Bewegung zum Beispiel und gesunder Ernährung dauerhaft zu hohe Cholesterinwerte haben, kann eine sogenannte familiäre, so nennt man das, eine familiäre Hypercholesterinämie vorliegen. Und die gehört in Deutschland zu den häufigsten, leider zu den häufigsten genetischen Stoffwechselerkrankungen. Aber nur etwa 15% der Betroffenen wissen von ihrer Erkrankung und dem damit verbundenen Risiko. Also soll heißen, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie das vielleicht haben, ihnen das aber gar nicht bewusst ist, weil sie vielleicht denken, sie sind ja schlank und haben kein hohes Cholesterin. Natürlich ist dann eine gesunde Ernährung auch ein absolutes Muss. Aber meist sind dann gerade sogenannte Statine, also Medikamente, notwendig. Und mit der Ernährung kann man da oftmals nicht genug ausrichten. Nummer 1. Sind Sie schon satt? Ungesättigte Fettsäuren. Wir haben alle schon einmal von gesättigten bzw. ungesättigten Fettsäuren bestimmt gehört. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Gesättigte Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren. Trotzdem ist gar nicht so richtig klar, wo der Unterschied nun liegt und warum ungesättigte Fettsäuren so viel gesünder sind. Gesättigte Fettsäuren, die erhöhen das schlechte LDL-Cholesterin, das ich ja eben erklärt habe, das schlechte LDL-Cholesterin, und senken leider das gute HDL-Cholesterin, dieses HDL hab dich lieb. Wo genau der Unterschied liegt, das habe ich auch schon einmal in diesem Video erklärt. Gerne schauen Sie einmal da rein. Fakt ist aber, dass wir viel häufiger zu ungesättigten, also zu den guten Fettsäuren greifen sollten, denn die haben den gegenteiligen Effekt. Und das schützt uns vor Herzerkrankungen. Und diese ungesättigten Fettsäuren, diese guten Fettsäuren, die finden wir in vielen Ölsorten, wie beispielsweise Olivenöl. Auch viele Nüsse, Walnüsse zum Beispiel, Samen. Hanfsamen zum Beispiel stecken auch voller ungesättigter Fettsäuren und sind empfehlenswert, um die Herzgesundheit gezielt auch zu fördern. Dazu kommen auch viele Fischarten, die besonders viel Fett enthalten. Lachs zum Beispiel enthält zum Beispiel viel Omega-3-Fettsäuren und sollten daher ja so 1, 2, vielleicht sogar 3-mal pro Woche auf dem Speiseplan stehen. Natürlich hat gerade Fisch auch, gerade Raubfisch wie Lachs, auch Nachteile, Stichwort Quecksilber. Ist halt immer so ja ein Trade-off sozusagen. Im Gegensatz dazu sind aber zum Beispiel Palmöl, Kokosöl von viel gesättigten Fettsäuren voll. Und wir sollten uns sehr aufmerksam deswegen auch einmal in der Küche umschauen, was wir eigentlich essen und welche Quellen wir zu uns nehmen. Also ganz wichtig, Fett ist nicht gleich Fett. Schauen Sie, wenn Sie einkaufen gehen, also hinten zum Beispiel bei den Lebensmitteln drauf und achten Sie darauf, dass viele ungesättigte Fettsäuren drin sind. Nummer 2, hört auf die Mama. Obst und Gemüse ist gesund. Ja, absolut. Ich bin mir bewusst, dass ich mit meinem zweiten Punkt gerade eigentlich nichts Revolutionäres sage und auch immer wieder in meinen Videos wiederhole. Aber so ist es. Obst und Gemüse sind gesund. Das wissen wir schon seit langer Zeit. Zum einen, sie sind verhältnismäßig kalorienarm, sie sättigen gut, sie stecken voller wertvoller Inhaltsstoffe, zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Besonders wichtig an dieser Stelle sind die Ballaststoffe. Denn einige Unterarten davon, von diesen Ballaststoffen, die helfen dabei, gezielt wirklich den Cholesterinspiegel zu senken. Wir sollten also schauen, dass wir ballaststoffreiche Gemüsesorten in unseren Ernährungsplan aufnehmen. Regelmäßig ballaststoffreiches Gemüse, das ist wichtig. So, was ist das? Tomaten, Brokkoli oder auch Hülsenfrüchte, die bieten eigentlich alles, was das Herz wortwörtlich begehrt. Das meine ich also im wahrsten Sinne des Wortes, denn genau die Gemüsesorten, die sind super für unser Herz. Dazu kommen noch Gurken auch, Paprikas, Auberginen, auch Süßkartoffeln und so weiter und so fort. Sie sehen also, die Auswahl, die ist wirklich riesig. Man kann also viel wechseln. Man muss nicht immer nur das Gleiche essen. Sozusagen der Salat sollte bunt und knackig sein. So kann man sich das merken. Insgesamt also wichtig, ballaststoffreich. Ballaststoffreiche Früchte, wie Bananen zum Beispiel auch, das sind ja auch super als Snack und liefern noch viele andere gesunde Inhaltsstoffe. Und das wichtig auch an dieser Stelle, wenn Sie snacken, wenn Sie was zwischendurch essen, versuchen Sie gerade Gemüse zwischendurch zu essen und nicht im Gegensatz dazu zum Beispiel zu Schokolade etc. zu greifen. Nummer 3. Wie gut sind spezielle cholesterinsenkende Nahrungsmittel? Wer selbst betroffen ist, einen hohen Cholesterinspiegel hat, sich mit dem Thema vielleicht beschäftigt, der kennt diese Lebensmittel wahrscheinlich sowieso schon gut. Für alle anderen bieten diese speziellen Lebensmittel eine gute Möglichkeit, aktiv etwas für einen gesunden Cholesterinspiegel zu tun, wobei man dabei auch wissen muss, oftmals muss man wirklich sehr, sehr viel davon essen, um irgendwie überhaupt einen Effekt zu haben. Aber in diesen Lebensmitteln sind nämlich pflanzliche Cholesterinsenker zugeführt, die sie zu gesünderen Alternativen für Menschen mit hohem Cholesterinspiegel machen. Aber nochmal, da sind keine Wunder zu erwarten.
Je mehr aber dieser pflanzlichen Sterole nämlich aufgenommen werden, desto weniger LDL-Cholesterin, also von diesem schlechten Cholesterin, nimmt der Körper auf. Durch den Umstieg auf beispielsweise Alternativen für Butter oder Milch mit zugesetzten Sterolen senken wir langfristig den Cholesterinspiegel und fördern die Gesundheit unserer Gefäße. Also Schwangere auch. Kinder mit sowieso gutem Cholesterinwerten sollten allerdings darauf verzichten, auch einmal gesagt, und zu den normalen Produkten greifen. Ansonsten sind die pflanzlichen Cholesterinsenker schon sehr gut erforscht, muss man sagen, und können für alle Personengruppen empfohlen werden. Nummer 4, mehr als Pferdefutter, Hafer und Gerste. Und jetzt sind wir bei meinem absoluten Tipp. Ja, wir haben in den letzten Jahren ja das Porridge wiederentdeckt. Ich sage bewusst wiederentdeckt, denn hinter dem modernen Namen Porridge und dem Umstyling zur Lifestyle-Nahrung versteckt sich eigentlich nichts anderes als der gute alte Haferbrei. Natürlich etwas verbessert, zum Beispiel durch frische Früchte und Toppings, was auch immer, kann man ja alles variieren. Im Kern aber stecken immer noch hauptsächlich Haferflocken drin und die sind auch für Menschen mit zu hohem Cholesterinspiegel perfekt geeignet. Hafer und Gerste, die enthalten einen Ballaststoff namens Beta-Glucane. Ballaststoff hatte ich ja eben schon erwähnt, die Bedeutung. Beta-Glucane, die sind wichtig. Wenn Hafer verdaut wird, bildet sich daraus so eine Art Gel und das bindet vereinfacht gesagt das schädliche Cholesterin. Um den Cholesteringehalt weiterhin aufrechtzuerhalten, muss die Leber also mehr verstoffwechseln und das senkt den Blutcholesterinspiegel. Also letztendlich, wir senken unseren Cholesterinspiegel im Blut, genau das, was wir wollen. Porridge, Müsli mit Haferflocken ist dabei schon eine gute Quelle für Beta-Glucane. Weizen, Haferkleie zum Beispiel wie ich, das ist sozusagen optimal. Das sollte man in jedem Müsli irgendwie dazu mit reintun. Gerste gibt es in Form von Gerstengrauben, Gerstenmehl oder auch als Flocken, die zum Porridge zum Beispiel auch hinzugefügt werden können. Klar, die schlechte Nachricht ist dabei aber, dass Gerstensaft leider natürlich nicht ganz so gesund ist. Also, bevor ich zum nächsten Punkt jetzt noch komme, schon einmal ganz kurz für Sie zusammengefasst, einmal an dieser Stelle. Viel Obst und Gemüse, gerade auch, wenn man zwischendurch mal was isst. Ein Apfel, Banane etc. Gutes Fett, das heißt zum Beispiel auf Olivenöl achten, dass Sie das nehmen, kein Kokosnussöl zum Beispiel. Und zu jedem Müsli, Frühstück, viel Beta-Glucane. Nummer 5, sag ja zu Soja. Und wenn Sie selbst viel Fleisch essen und aufgrund der tierischen Fette einen zu hohen Cholesterinspiegel haben, kommt Ihnen der nächste Tipp vielleicht schon bekannt vor, Fleischersatzprodukte. Weil Fleischersatzprodukte aus Soja und generell alle Sojaprodukte, die sind wirklich reich an Vitaminen, auch an Proteinen, natürlich besonders arm, aber an diesen gesättigten Fettsäuren, also an diese schlechten Fettsäuren, wie ich eben erklärt habe. Und wenn wir also Probleme mit zu viel Cholesterin haben, kann es sinnvoll sein, bewusst auf diese Ersatzprodukte, nenne ich es mal so, zurückzugreifen. Sojamilch zum Beispiel. Edamame oder die Fleischersatzprodukte auf Sojabasis, die sollten mehrfach in der Woche anstelle von Fleisch oder normaler Milch genutzt werden, gegessen werden, um den Cholesterinspiegel zu senken. Während es früher eher vielleicht schwierig war, muss man zugeben, gute Ersatzprodukte zu finden, das war nicht so ganz einfach, auch nicht, dass sie geschmeckt haben, sollte sich die Suche jetzt wesentlich leichter darstellen. Ist wirklich eine Alternative für jeden Fleischesser. Bitte ausprobieren, wenn Sie wissen, dass Sie Probleme mit dem Cholesterinspiegel haben. Probieren Sie es einfach aus und lassen Sie sich mal auch überraschen, was mit Soja wirklich alles möglich ist. Und nicht umsonst gehört Soja auch in der asiatischen Küche zum Beispiel zu den absoluten Grundzutaten. Wie fange ich jetzt also am besten an? Das ist ja das Wichtige. Jetzt loslegen. Wie mache ich das? Neben den genannten Lebensmitteln, 1, 2, 3, 4, 5 habe ich ja gerade genannt, gibt es natürlich noch eine ganze Menge weiterer Lebensmittel, die sich positiv auf den Cholesterin mit auswirken. Und denken Sie auch an meine Liste an Lebensmitteln, die viel Cholesterin enthalten. Für Sie ist es aber jetzt erst einmal wichtig, überhaupt herauszufinden, ob Sie einen erhöhten Cholesterinwert aufweisen. Das ist das A und O. Gehen Sie also zum Arzt und checken Sie das einmal. Wie gesagt, häufig merkt man selbst gar nicht, dass die Gefäße durch zu viel Cholesterin belastet werden, bis es zu spät ist. Es kann daher sinnvoll sein, beim Arzt mal einen Test durchzuführen, also quasi eine Blutabnahme zu machen. Wenn Sie selbst denken, dass Sie vielleicht viele tierische Produkte essen, dass Sie viel Fleisch konsumieren oder dass jemand in Ihrer Familie hohe Cholesterinspiegel hat. Der Schritt zu einer gesunden Ernährung bringt dabei nicht nur Vorteile für Ihren Cholesterinspiegel. Fast alle der genannten Lebensmittel ja gerade, die sind insgesamt ein großer Gewinn für Ihre Ernährung. Die sind wichtig, dass Sie die zu sich nehmen. Ich habe eben ja schon erwähnt, dass die Zutaten natürlich nicht nur den Cholesterinspiegel zum Beispiel senken, sondern noch
mehr gute Inhaltsstoffe enthalten. Ich habe proteinreich zum Beispiel erwähnt, generell vitaminreich, mineralstoffreich etc. Insgesamt ist es eine gute Idee, fettreduzierter zu kochen und auf Garmethoden zum Beispiel zu verzichten, bei denen viel Fett genutzt wird. Viele Experten raten auch zur Mittelmeerdiät bzw. mediterranen Ernährungsweise, um einen zu hohen Cholesterinspiegel vorzubeugen. Damit können Sie sich auch gerne einmal beschäftigen. Und dabei wird vor allem frisch oder viel frisch gekocht und auf hochwertige Fisch- bzw. Gemüsegerichte gesetzt. Zusätzlich wird häufig da auch auf Salz verzichtet, Stichwort hoher Blutdruck, und da wird mit Kräutern viel gewürzt. Das alles ist natürlich auch wichtig und gut für das Herz. Wofür auch immer Sie sich entscheiden, mit einer leichten Anpassung der Ernährung, das ist wichtig, nehmen Sie das mit. Da können wir unseren Körper langfristig schützen und bis ins hohe Alter auch fit halten und wirklich viel tun. Und gerade auf den Cholesterinwert sollte man achten. Und da haben Sie selber viel in der Hand. Stichwort dabei, Bewegung spielt eine große Rolle und auch Ihre Ernährung. Und gerne können Sie jetzt das Video einmal kommentieren, nennen Sie einmal Ihre Tipps, vielleicht auch Ihren Cholesterinspiegel. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.